Okay, Boom, servus. Wir sind zurück bei Skyrim. Und wir stehen im Keller vom zwinkernden Skeever. Und es dudelt einer. Er dudelt um sein Leben. Pass auf, das Erste, was ich mache heute. Ich habe überlegt, wir tauschen unsere Gefährtin aus. Zur Abwechslung. Ja, du ja. Was haben wir Dudlerin? Sagt du das? Nicht, oder? Dreckiges Diebesgesindel. Wer? Diebesgesindel? Wo denn? Ist ja kein. Mann, ich darf das. Pass auf, der Austausch meiner Gefährtin. Und da hätte ich ganz gern die Vampirin dabei. Fräulein Serana. Utgert, tut mir leid. Mögen die göttlichen aber segnen. Abwicklung muss sein, gell? Möge der Boden über den ja, pass auf. Führt. Die war ja, wo waren denn die? Da hinten irgendwo. In der Festung Dämmerwacht. Omi, du. Hey, du bist ja. Bin ich mit da rumert. Und spawnt mir immer da oben. Wahrscheinlich ein neuer Service. Ja, pass auf. Die Vampirbraut. Meines Wissens noch, wo die irgendwo da. Serana. Geht daheim? Ich wusste, da ist ran. Dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es. Scheiße, wusste ich. Niemand wollte mir glauben. Fräulein Serana. Sie ist zumindest mal da drinnen gestanden. Was haben wir Israel? Kennt ihr das aus? Wo in die Hüge mal? Trotz meiner Vorbereitungen können wir nicht vorsichtig genug sein. Die Monster könnten jeden Augenblick zuschlagen. Training? Komm in die Show. Wenigstens seid ihr klug genug, mehr lernen zu wollen. Ich bring euch bei, was ich weiß. Schwere Rüstung. Wobei, komm in die Show. Sorina braucht Hilfe mit ihrem Vorhaben, unsere Armbrüste zu verbessern. Und wenn euch das nicht interessiert, sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Sorine, die suche ich gar nicht. Bleibt wachsam. Dr. Serana, dieser Depp. So, dann hol mal Eis, kurz eine Aufgebotsrad. Der Lump. Gunmar. Der Gullumai, der muss ich noch beschotten. Der Fang des Tages, oh Gott. Da wartet der, dass ich fisch. Wenn der eine Mottenpriester. Vielleicht sollte ich das machen. Das ist von Serana die Rede. Ja, wo war der? Der Gunmar. Meint der Gunmar? Wo ist der? Da hinten. Ja gut, weil ich schon da bin. Dann konnte es am Morgen gehen.
Wo treibt ihr doch? Jetzt bin ich aber gespannt. Da bin ich ja. Wo sie nur zumbanscht. Ja, Gunmar. Wie tust du ja? Geht euch gut, oder wie? Sie nuckelt da rum. Ja, schau mal, die so. Komm, Eisen bauen. Wenn man könnte mal wieder schmieden, gell? Wenn ich darf uns niemand anders begleiten. Wer? Da los. Gepanzerter Troll. Verstehe. Pass auf, Sorine oder Gunmar? Wobei, mir wurscht. Wenn ihr euch in Gefahr begebt, bereitet euch besser gut vor. Nehmt diese hier. Ihr trappt mir die eine Rüstung an, diese dumme Sau. Brauch ich gar nicht. Einen gepanzerten Trollkäfer. So, warte mal. Isran hatte einen erstaunlichen Vorrat an Waffen und Rüstungen. Seht euch um. Eine leichte Rüstung. Eine schwere Rüstung. Oh Gott, die brauche ich gar nicht. Kumpel, weg damit. Ja, was haben wir? Du musst Brauchbares. Du, warte mal, Schmiedekunst. Die Bearbeitung von Metall ist nicht einfach. Ich werde euch einige Dinge zeigen. Also, komm schon. Herr Kumpel, ich bin besser als du. Nun, das ist nicht wirklich ein Palast, richtig? Aber sie ist stabil, sicher und lässt sich verteidigen. Ich bin lieber hier als irgendwo sonst im Himmelsrand. Wenn Isran mich braucht, muss es ziemlich schlimm sein. Ich frage mich, womit wir es hier zu tun haben. Ein besserer Schütze. Wie schaut denn aus? Ich kann es ja versuchen. Geht da was? Geht nix. Ich meine, ich kann was von mir lernen. Etwas Einfaches? Natürlich. Das ist ziemlich leicht, wenn ihr etwas von der Stahlschmiedekunst versteht. Sprecht mit Gunmar, wenn ihr Werkstoffe benötigt. Ich möchte die Wirkung unserer Armbrüste verbessern und habe wirklich alles getan, was ich konnte. Eine uralte Technologie. Jetzt brauche ich etwas Inspiration. Dwemer-Artefakte haben mich schon immer fasziniert. Ich nehme sie auseinander, stochere darin herum und versuche, die Arbeitsweise der Dwemer zu verstehen. Mit gemischten Ergebnissen. Aber rein zufällig habe ich herausgefunden, wo sich einige echte Dwemer-Diagramme befinden. Könntet ihr so liebenswürdig sein und diese Baupläne für mich organisieren? Baupläne, ja gut, die treffe ich auf. Cool. Halt die Armbrust, morgen die Atombombe. Kennt man doch. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Der Isran? Der ist ein bisschen speziell. Selbst für meinen Geschmack. Bei der Wuckert, wir brechen auf. Wir suchen uns ein bisschen Jäger. Und was haben wir da? Zum Propheten. Finde einen Mottenpriester. In Winterfeste? Na gut, saß mal hinter du. Pass auf, zurück in Winterfeste. Und da schnappt's ganz munter. Wo muss denn da los?
Geh wohl so. Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es unbedingt nötig ist. Die quatschen viel. Die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Der Olmund. Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit. Einer Privatangelegenheit. Warum? Made a date? Die Akademie ist eine Kuriosität hier in Himmelsrand. Magie wird... Ja, aber darüber muss Stillschweigen bewahrt werden. Ich habe vielleicht eine Vereinbarung mit Entier getroffen. Er hatte etwas, das ich brauchte, also habe ich ihm dafür etwas von mir gegeben. Das war ein Fehler und nun will ich zurückhaben, was ich ihm gegeben habe. Es ist ein Amulett, das meiner Familie gehörte. Und ich hätte es Entier niemals geben dürfen. Aber er will nicht mit mir reden. Redet ihr mit ihm und findet heraus, wie ich mein Amulett zurückbekommen kann. Ein Amulett? Aha. Also gut. Jetzt hätte ich mir nicht mal noch Battle geben. Es gibt einige Experimente, die die Akademie nicht gerne sieht. Das heißt, wenn sie davon Wind bekommt. Also, wir suchen jetzt einen Mottenpriester. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmel. Läuft dir. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Hoffnung? Ich bringe dir keine Hoffnung. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz von Tolf, die einweisen. Alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Dwemer, Daedra. Nicht einmal Fallen. Ich hätte die Kugel immer gefunden haben. Nichts passt dazu. Die hat einer geschleppt. Wirklich interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Und die Hesen im Nord können uns vielleicht nicht leiden. Sergius, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen... Doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aaron ist bereits in der Arbeit. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Nun, ich... Aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir unterbrechen. Da hilft die Dinge nichts. Anschauen kennt der Kunde. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Ich werde die Fragen stellen. Ihr müsst nur wissen, dass der Sijik-Orden eine abtrünnige Organisation ist, die sich selbst über dem Gesetz wähnt. Sie lagen bereits im Konflikt mit dem Altmeri-Bund und ich möchte nicht, dass das hier ebenfalls geschieht. Abtrünnig. Aber ich kenne mich aus. Wo lautst du hier? Du eine. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Sprich mit Quaranir. Der ist da drin.
Pass auf. Mach mich schon mal bereit. Entrau ich nicht. Ja und? Bitte, der Kasperl. Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Quaranir. Roger. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Tatsächlich. Die meisten bereuen's. Warte mal. Mittlich ist das. Ich glaube, da sollte ich da vorbeischauen. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Pass auf, was mich dann? Ich möchte nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Pass auf, was hast du meine Leute? Ich kenne die Typen gar nicht. Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an, weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Er möchte nichts Böses. Die Song Sully. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Er wurde mir leider verlassen. Zum Glück. Mich nie wieder. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie sehen. Hier ist er. Also, was wollt ihr? Es hat ein Missverständnis gegeben. Ich sollte eindeutig nicht hier sein. Ich werde einfach gehen. Was? Was sind das für Tricks? Ihr geht nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, was ihr im Schilde führt. Ich mein Gott, der Arcano. Der misstrauisch. Mir traut er nicht. Entschuldigung, wenn ich mich in irgendeiner Weise gekränkt haben sollte. Wir werden uns darum kümmern. Sit down, Flop. Ich bin... Sabos Aren. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Janik. Ein Mönch aus dem Sijik-Orden. Hier nach einem Jahr. Scheiß auf den Mönch. Und dann verschwindet er einfach wieder.
Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Ein Gebeiter? Blutling. Du meinst, ich hatte mal Biss. Weil wir wollten ja zu einem anderen Kreisball. Ich suche doch einen Mottenpriester. Der Mottenpriester? Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe bei Beschwörungsmagie. Der Urak. Du die Knobbe. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ein Mottenpriester. Wozu beim Reich des Vergessens braucht ihr denn einen Mottenpriester? Um meine Motten im Schrank loszuwerden. Schon gut, ihr müsst ja nicht gleich aus den Galoschen kippen. Die offensichtliche Antwort lautet, geht in die Kaiserstadt. Die Mottenpriester sind im Weißgoldturm zu Hause. Manchmal sind sie unterwegs, um nach einer Schriftrolle der Alten zu suchen. Euer Glück, dass momentan ein Mottenpriester genau deswegen Himmelsrand durchstreift. Er hielt an, um Nachforschungen in der Bibliothek anzustellen, bevor er nach Drachenbrügge aufbrach. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn womöglich noch. Der Mottenpriester, aha. Und wenn ihr den gefunden habt, dann so ein Schweinepriester. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Die Leute in Drachenbrügge. So makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden. Gut, Gerd, auf nach Drachenbrügge. Ihr pressiert, ha? Himmeltrand. Ist das gegangen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja gut, sind wir da rum. Aber wir fliegen ja. Der Ethnier. Der kann warten. In Drachenbrügge. War ich da schon? Noch nicht. Scheiße. Aber ich war schon mit unten. Kann nicht sein. Der Gulumai. Wobei, wenn ich das mache, kann ich hinterher da um mich reisen.